6 Hörmann, 7 Schachner, 8 Prohaska, 9 Polster, 10 Ilfurt und 11 Peter Ristic in seinem zweiten Länderspiel, dem ersten vom Beginn an. Trainer ist Branko Elsner und eingeblendet waren auch die Ersatzspieler. Zypern mit Konstantino, mit Andreas Konstantino, dann Kostas Konstantino, Patikis, Erotokritu, Panjaras, Yongatakis, Tsingis, Marangos, Savides, Nikolaou und Foti. Die Österreicher haben Anstoß, Prohaska und Wilfurt am Ball. Für die Österreicher wird es ja vor allem darum gehen, möglichst rasch ein Tor zu erzielen, damit die Nervosität doch ein bisschen abzulegen. Ein Erfolgserlebnis in so einem Spiel gegen eine massierte Abwehr ist ganz besonders wichtig. Wir kennen das ja aus vielen großen Spielen. Und jetzt beginnt also dieses Spiel. Gleich ein Rückpass. Die Zyprioten sind ja zu Hause stärker. Da haben sie auch beachtliche Ergebnisse erzielt. Prohaska, das Spiel der Österreicher, soll vor allem über die Flügel, über die Flanken laufen. Brauneder, Foul an Brauneder, Schiedsrichter gleich auf Ballhöhe gewesen. Die Österreicher haben einige Freistoßtricks eintrainiert in diesen Tagen der Vorbereitung hier in Graz. Prohaska. Ristic. Und Tor! 1:0 für Österreich! Der Torschütze Peter Ristic in der zweiten Minute. Ein Tor, wie es auch bei Rapid schon einige Male gefallen ist, der Ball kurz aufgespielt, diesmal von Herbert Prohaska bei Rapid, besorgt das immer Antonin Panenka. Peter Ristic mit einem Bombenschuss, 1:0 für Österreich in der zweiten Minute aus diesem Freistoß. Wir haben das hier noch einmal gesehen, ein herrliches Tor von Peter Ristic und jetzt kann die österreichische Mannschaft doch schon etwas ruhiger spielen. In seinem ersten Länderspiel von Beginn an, gleich zu Beginn, ein Tor. Das ist wirklich ein sehr schöner Einstand für Peter Ristic. Ja, ein Start wie aus dem Traumbuch für die österreichische Mannschaft hier in Graz gegen Zypern. Schon abgepfiffen. Brauneder. Prohaska. Über ihn sollen natürlich die Aktionen vor allem laufen. Schachner. Noch immer Schachner. Picher. Brauneder, wieder Picher, Hörmann, Freistoß für die Österreicher hat der sehr aufmerksame Schiedsrichter Snoddy gesehen. Freistoß wieder von Prohaska. Jetzt ein Freistoß für die Zyprioten, herausgeholt von Tsingis mit der Nummer 7. Mit der Nummer 10, das ist Nikolaou.
Wilfurt, Polster. Die Zyprioten spielen hier mit einer reinen Amateurmannschaft. Sie versuchen es hier dennoch mit drei Spitzen, also nicht allzu defensiv. So ist es zumindest im Konzept enthalten. Pezzay, Prohaska. Noch immer Prohaska. Leiner. Torabstoß. Kein Eckball. Torhüter Konstantino, Andreas Konstantino. Wilfurt, Brauneder. Pichler. Nikolaou, Konstantino, nämlich Kostas Konstantino und jetzt Friedel Consilia. Prohaska. Abwehr der Zyprioten formiert sich immer wieder sehr flott. Patikis war da schneller als Polster. Die Österreicher müssen versuchen, ihre Angriffe etwas schneller vorzutragen. Rostic. Sehr selbstbewusster Spieler. Hadi. Riskanter Pass jetzt, Zingis und Pezzay. So ein defensiv eingestellter Gegner ist nur mit sehr viel Laufarbeit durcheinander zu bringen. Wilfurt, Rostic, Schachner, Wilfurt, wieder Schachner. Der Boden ist tief und rutschig, aber durchaus bespielbar. Sein Freistoß für die Zyprioten. Friedel Consilia kaum beschäftigt. Aber das war ja auch nicht zu erwarten. Schachner. Prohaska, Hörmann,
müsste etwas schneller gehen. Foul an Rstić. Leiner. Kopfball von Wilfurt. Fast 10 Minuten vorbei, der erfreuliche Spielstand 1:0 für Österreich. Yangutakis war das, Marangos, Zingis. Und Leiner. Ein gefährlicher Schuss von Yangutakis. Friedel Concilia musste erstmals ernsthaft eingreifen. Auf diesem rutschigen Boden sind diese Weitschüsse sicherlich gefährlich. Erotokritu. Trotz dieses frühen Führungstors ist es sicherlich vermessen, mit einem hohen Sieg, mit einem extrem hohen Sieg der österreichischen Mannschaft zu spekulieren, der die Österreicher fast unabhängig vom Ergebnis in Budapest in einer Woche beim Spiel zwischen Ungarn und Holland machen würde. Da müssten die Österreicher nämlich schon 9-10 oder vielleicht 11-0 gewinnen. Hörmann. Die Abwehr der Gäste hat sich jetzt sehr gut formiert. Leiner. Foul eingeworfen, entscheidet Schiedsrichter Alan Snoddy. Einwurf jetzt also für die Zyprioten. Nicht an den Ball gekommen ist hier Mittelstürmer Savidis, ein ganz gefährlicher Mann. Er hat gegen Holland und auch gegen Ungarn für einige Konterchancen der Zyprioten gesorgt. Fahrer des Busses der Nationalmannschaft zum Bus kommen. Fahrer des Busses der Nationalmannschaft. Ist es sofort zu... Rstić. Noch immer Rstić. Ja, wäre ein schöner Pass für Wilfurt gewesen. Fehler von Brauneder, zu lange gewartet. Zingis, eine Kontermöglichkeit für die Zyprioten. Aber Bichler. Bichler hat die schwierige Aufgabe, Savidis zu bewachen. Hörmann. Noch immer Hörmann. Und einen Eckball herausgeholt hat hier Walter Hörmann.
Das ist Torhüter Andreas Constantinou. Ein sehr erfahrener Mann, 34 Jahre alt. Prohaska. Diese Mannschaft aus Zypern repräsentiert ja den griechischen Teil der Insel. Die Insel ist ja geteilt in einen griechischen und einen türkischen Teil, aber nur der griechische wird vom Internationalen Fußballverband anerkannt und beteiligt sich am internationalen Bewerben. Zingis. Foul von Leiner. Zink ist noch immer am Boden, jetzt geht's weiter. Consiglia. Prohaska. Hörmann. Schachner. Zu weit diesen Ball mitgenommen hat sich Walter Schachner, der Schütze des Tores in Rotterdam gegen Holland zum 1:1. Aber dort hatte er auch mehr Platz, dort spielten ja die Österreicher auf Konter. Hier müssen sie das Spiel diktieren, hier müssen sie versuchen, die Abwehr der Mannschaft aus Zypern unter Druck zu setzen. Polster. Polster. Zingis. Pichler. Bisher wirkt der Grazer, der erst im letzten Augenblick in die Mannschaft gekommen ist, ganz sicher. Die Manndeckung der Zyprioten hemmt das Spiel der Österreicher im Moment doch sehr. Leiner. Rüstic. Petzai. Polster. Schiedsrichter Snoddy lässt weiterspielen. Polster hatte dem Gegner den Ball durch die Beine gespielt, war dann blockiert worden, aber Schiedsrichter Snoddy lässt weiterspielen. Ein indirekter Freistoß wäre da zumindest drinnen gewesen. Brauneder. Pichler. Eine ganz exakte Wanddeckung der Mannschaft aus Zypern. Polster. Rüstic. Und wieder ein guter Schuss von Peter Rüstic. Ja, diese Schusskraft von Peter Rüstic erweist sich als überaus wertvoll für die österreichische Mannschaft hier in Graz. Hier noch einmal dieser Schuss von Rüstic. Und Torhüter Constantinou kam gerade noch an den Ball. Kurze Abwehr. Hörmann. Leiner. Wilfurt. Wilfurt bewegt sich sehr viel. Polster. Möglichkeit. Und schon abgepfiffen von Schiedsrichter Snoddy.
Foul von Toni Polster hat er entschieden. Einige Schwierigkeiten hier für Brauneder in dieser Situation. Hörmann. Rstić. Nach diesem großartigen Beginn ist hier die Stimmung in Graz-Liebenau natürlich etwas abgeflaut. 20 Minuten gespielt, noch immer 1:0 für die österreichische Mannschaft durch diesen Treffer von Rstić schon in der zweiten Minute. Einwurf für Österreich wird jetzt entschieden. Foul eingeworfen von einem Spieler der Zyprioten zunächst. Picher. Walter Schachner kann sich gegen Patikis bisher kaum einmal durchsetzen. Jetzt Schachner. Und wieder ist er gescheitert an Patikis. Der Verteidiger musste am Vormittag noch einen Fitnesstest bestehen, ehe sein Einsatz gesichert war. Angeschlagen wurde hier Fotti, der Spieler mit der Nummer 11. Eroto Gritu. Rstić. Petzai. Polster. Wieder Petzai. Die Mannschaft von Zypern macht das sehr geschickt, die Abwehr steht sehr gut. Petzai, Brauneder. Polster. Prohaska. Ja, der Boden ist rutschig und glitschig. Wieder Prohaska. Auch diesmal ist Schachner nicht an den Ball gekommen. Hörmann, Prohaska. Ja, das geht alles zu langsam, nicht flott genug, um Lücken in diese dichte Verteidigung der Zyprioten zu reißen. Petzai. Rstić. Ja, der Rapid-Spieler ist bisher sicherlich einer der stärksten. Er hat auch Auftrieb durch sein Tor bekommen. Torabstoß wird hier entschieden. Die ersten Pfiffe aus dem Publikum.
Ja, gerade Aufmunterung wäre jetzt aber für diese österreichische Mannschaft wichtig. Sie hat sich etwas festgelaufen, trotz der raschen 1:0-Führung hier gegen Zypern. Polster. Gut gemacht von Polster und jetzt dann doch noch hängen geblieben. Auch er bisher kaum Erfolge gegen seinen Bewacher Kostas Konstantin. Brauneder. Immer Brauneder. Zingis, gut gemacht, er ist sehr starker Ball. Foul von Hörmann. Die Österreicher spielen in dieser ersten Hälfte eher gegen den Wind. Wind dreht einige Male, aber meistens weht er doch in Richtung österreichisches Tor. Bicher, Leiner, Kostic, Bohaska. Sehr schwer in diese Deckung hineinzukommen. Pezzei. Hörmann. Wieder Pezzei. Ristic ist hier nicht an den Ball gekommen. Einwurf für die Österreicher. Leiner. Ristic. Bohaska, jetzt einmal Platz, Wilfurt und wieder abgewehrt. Ja, die Verteidiger stehen sehr gut. Brauneder, Hörmann, müsste alles ein bisschen schneller gehen. Polster, noch immer Polster, gut gemacht jetzt. Jetzt gibt es Freistoß für Österreich. Wäre schon vorher zu pfeifen gewesen. Foul an Peter Ristic. Eine recht gute Distanz angesichts dieser Bodenverhältnisse. Knapp über 20 Meter. Sehr energischer Schiedsrichter Ernst Nodi aus Nordirland. Schickt die Mauer zurück. Wird ein Freistoßtrick abgesprochen. Braska, Schachner, Polster und Ristic waren am Ball. Schlecht gemacht, dieser Trick von Polster und Ristic. Eine Möglichkeit zum Konter für die Zyprioten. Savidis. Schwierigkeiten für Consilio bei dieser Flanke. Polster. Brauneder. Noch immer Brauneder. Ristic. Wieder Freistoß für die Österreicher.
Rüstic. Sehr viele Abspielfehler im Moment bei der österreichischen Mannschaft. Savidis, 24 Jahre alt, Postbeamter und ein ganz gefährlicher Mann. Nicht abseits gegeben, eine große Möglichkeit war das für Nicolaou. Eine große Möglichkeit gehalten von Friedel Kozilia. Die österreichische Mannschaft hat bei diesem Konter gar nicht gut ausgesehen. Jetzt Torabstoß vom Tore Friedel Kozilas. Eine halbe Stunde vorbei, 1:0 noch immer für Österreich, aber für eine österreichische Mannschaft, die sicherlich nicht so spielt, wie man es erwarten und erhoffen konnte. Polster. Brauneder. Noch immer Brauneder. Aber jeder Schuss von diesem Peter Rüstic ist gefährlich. Er stellt sicherlich eine Bereicherung für die österreichische Nationalmannschaft dar. Den Österreichern gelingt es aber zu wenig, den Gegner wirklich unter Druck zu setzen, mit Vorchecking die Verteidiger zu irritieren. Sie spielen etwas zu langsam und kommen daher auch nicht zu den entsprechenden Chancen. Petzai. Wilfurt. Rüstic. Gut gemacht. Polster und Konstantin. Eine gute Aktion der Österreicher. Verletzt wurde aber ein Spieler draußen, Rüstic. Rüstic ist angeschlagen, er liegt am Boden. Hier noch einmal dieser Kopfball von Polster. Rüstic im Moment verletzt. Wird jetzt verarztet vom Masseur der österreichischen Mannschaft Toni Kulowitz. Auch Teamarzt Schwinger ist dabei. Das wäre bitter, wenn gerade dieser Peter Rüstic nicht mehr weitermachen könnte. Er war sicherlich der überragende Spieler dieser ersten halben Stunde in der österreichischen Mannschaft, aber es geht wieder. Pichler. Die österreichischen Spieler machen den Fehler, zu lange mit dem Ball zu laufen. Dadurch kann sich der Gegner immer wieder formieren. Petzai. Pichler. Wieder Petzai. Hermann. Kaum
ein Spieler frei, kaum ein Spieler anspielbar. Indirekter Freistoß für die Österreicher. Leiner. Petzai. Rustic. Wieder ein Foul an Rustic. Er wird jetzt schon einige Male hart genommen, diesmal von Zimlis. Praska. Österreicher ins Abseits laufen zu lassen. Prohaska. Hörmann, er sichert immer den Raum ab, wenn Leiner nach vorne geht. Leiner. Prohaska. Polster. Und der Torschütze ist Toni Polster. 2:0 jetzt. Eine schöne Aktion der Österreicher. Geschickt gemacht, geschickt aufgeköpfelt. Von Herbert Prohaska für Polster und das ist das 2:0 jetzt in der 36. Minute. Das war ein wichtiges Tor, das könnte doch die Verkrampfung in der österreichischen Mannschaft einigermaßen lösen. Prohaska aufgespielt für Polster und Polster trifft dann genau 2:0. Eckball wird hier vom Linienrichter entschieden. Friedel Consilia ist nicht ganz einverstanden. Er ist der Meinung, er hätte den Ball noch vor der Tor-Out-Linie erreicht. Der zweite Eckball für die Mannschaft aus Zypern. Hörmann. Gut gemacht von Hörmann. Leiner. Jetzt hätten die Österreicher mal mehr Platz gehabt. Ja, und eine große Chance war das für Savidis und gerettet hat Brauneder. Brauneder hat hier gerettet, dürfte sich dabei aber etwas verletzt haben. Er ist gegen die Stange geprallt. Hier noch einmal diese Szene, eine verunglückte Abwehr von Bichler. Savidis vor Consilia am Ball, spielt den Ball, Consilia durch die Beine und dann Brauneder, der vor der Linie rettet und dann gegen die Stange prallt. Ja, da hat die österreichische Abwehr jetzt gar nicht gut ausgesehen. Auch Brauneder wird verarztet. Spiel geht weiter. Consilia. Rustic hat sich sehr gut gelöst hier. Schachner. Hörmann. Leiner. Noch immer Leiner. Gut gemacht jetzt. Und ein Foul von Foti an Leiner. Und jetzt gibt es die gelbe Karte. Richtig gehend nachgeschlagen. Der Spieler mit der Nummer 11, hier haben wir das noch einmal gesehen, nachdem ihm Leiner den Ball durch die Beine gespielt hat. Brauneder ist mittlerweile wieder im Spiel, also die Österreicher wieder komplett. Prohaska. Petzai ist nicht an den Ball gekommen. Foul an
an Hörmann. Begangen von Zingis. Schon die letzte Minute vor der Pause. Österreich führt 2:0 durch Tore von Peter Ristic in der zweiten Minute und Toni Polster in der 36. Minute. Kein überragendes Spiel der österreichischen Mannschaft, aber immerhin doch eine beruhigende 2:0-Führung. Eine 2:0-Führung, die doch erwarten lässt, dass die österreichische Mannschaft dieses Spiel gewinnt und damit zwei wichtige Punkte sichert. Freistoß für Zypern noch. Schiedsrichter Snodi lässt nachspielen. Ball kam von Zingis. Mehr als eine Minute lässt der Schiedsrichter aus Nordirland schon nachtragen. Peter Ristic noch einmal, der mit seinem Tor in der zweiten Minute die Aufgabe der österreichischen Mannschaft doch bedeutend vereinfacht hat. Pichler, Brauneder, Ristic, Hörmann, nicht an den Ball gekommen ist, Polster, Zingis, Ristic, Schachner, Braska, Leiner. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter. Nämlich Panziaris ersetzte Panziaris. Koulis Panziaris kam anstelle von Nikos Panziaris. Koulis Panziaris jetzt mit der Nummer 12. Die österreichische Mannschaft hingegen unverändert aus der Kabine gekommen. Hörmann. Wieder Hörmann. Leiner. Fehler von Leiner. Savidis. Zingis. Wieder eine Möglichkeit für die Mannschaft aus Zypern. Und jetzt befreit von Leiner. Kohaska. Pichler. Hörmann. Kohaska. Wie in der ersten Hälfte die Abwehr der Mannschaft aus Zypern sehr gut formiert steht, sehr sicher. Eine ganz exakte Manndeckung, die den Österreichern doch einige Probleme bereitet. Petzai.
Walter Schachner ist da nicht an den Ball gekommen. Konstantinu. Nikkaloa Altiaras. Aus dem Spiel kam mit Nummer 12 Konstantin Bantiaras. Braska. Yangudakis spielt auch gegen Herbert Prohaska stark. Schon einige Aktionen des österreichischen Kapitäns unterbunden. Hörmann. Wilfurt. Brauneder. Konstantinu vor Polster. Die Österreicher müssten versuchen, den Gegner etwas mehr unter Druck zu setzen, mehr Vorchecking zu betreiben. Fehler von Wilfurt war das. Leiner. Polster. Polster, jetzt eine Möglichkeit. Erotokritu, der Libero. Und im Abseit stand Walter Schachner. Die Mannschaft aus Zypern bestätigt den Eindruck, zumindest in diesen ersten 50 Minuten, den man in den letzten Spielen von ihr gewonnen hat, dass sie nämlich auch in Auswärtsspielen über eine überaus starke Abwehr verfügt. Schachner. Auch die Ungarn hatten ja große Mühe, um in Budapest zu einem 2:0-Sieg zu kommen. Den Holländern allerdings gelang ein 7:1. Zingis, Brauneder, Prohaska, Barangos, Prohaska, Hörmann. Wieder Prohaska. Polster. Brauneder. Ja, das geht doch viel zu langsam. Polster, jetzt eine Möglichkeit. Vergeben von Polster. Die österreichische Mannschaft müsste doch versuchen, mehr über die Flügel zu spielen, mehr den Raum an den Flanken zu nützen. Die beiden Torhüter, die ältesten Spieler ihrer Mannschaft, Konstantinu, 34 Jahre alt, und Friedel Konzili auf der anderen Seite, 36 Jahre. Das ist der neue Mann, nämlich Panziaras. Brauneder. Polster. Prohaska. Hörmann. Foul an Hörmann. Nein, Schiedsrichter Snodi lässt weiterspielen. Eine eigenartige Entscheidung.
Und jetzt gibt es Freistoß für die Mannschaft aus Zypern. Savidis wurde angeschlagen. Ja, die Zuschauer sind natürlich ungeduldig. Sie erwarten hier einen klaren, einen überlegenen Sieg der österreichischen Mannschaft. Aber dass das nicht so leicht ist, das bekam diese österreichische Mannschaft jetzt schon einige Zeit auch in der zweiten Hälfte vorgeführt. Hörmann. Rustic. Leiner. Foul an Leiner. Und zwar von Foti. Foti hat schon einmal die gelbe Karte gesehen. Sind oft unberechenbare Attacken der Spieler von Zypern. Torhüter Constantino dirigiert seine Abwehr. Leiner, Polster, Prohaska, Schachler und Tor! 3:0, diesmal hat der Freistoßtrick gewirkt. Prohaska überrascht mit seiner Flanke zu Schachner, die Abwehr der Zyprioten. Und das ist das 3:0 in der 55. Minute. 3:0 für Österreich jetzt. Der Torschütze Walter Schachner. Hier die Wiederholung. Polster steigt über den Ball. Prohaska flankt und Schachner mit dem Kopf. 3:0 für Österreich jetzt. Das Freistoßtraining hat sich sichtlich bezahlt gemacht. Zwei Tore aus Freistößen gefallen. 3:0 jetzt für Österreich durch Tore von Peter Ristic, Polster und eben Walter Schachner. Prohaska. Ja, vielleicht bricht jetzt auch ein wenig die Kampfmoral der Mannschaft aus Zypern zusammen, ähnlich wie beim 1:7 in Holland. Vielleicht finden die Österreicher jetzt doch mehr Platz. Hermann, Schachner. Kommt jetzt vorbei. Noch immer Schachner. Jetzt hat er mal viel Platz. Noch immer Schachner. Und im letzten Augenblick ist ein Verteidiger dazwischen gesprungen. Walter Schachner hat durch sein Tor sichtlich Auftrieb erhalten. Jetzt hat er sich einmal gelöst von seinem Bewacher Patikis. Prohaska. Polster. Pichler. Leiner. Wilfurt, Prohaska, wurde gelegt, während er zum Schuss ansetzte. Noch einmal Leiner. Petzei. Und Wilfurt hat geschossen. Ja, jetzt hat das Spiel der Österreicher gehörig Schwung bekommen mit diesem dritten Tor.
jetzt auch entsprechende Stimmung unter den knapp 15.000 Zuschauern hier in Liebenau. Gut gemacht, Foti. Foti gegen Pezzei und Consilia. Aber bei ihren Konterstößen, das haben die Zyprioten schon in der ersten Hälfte gezeigt, sind sie durchaus gefährlich. Polster. Ganz ähnlich wurde die Chance von Kinast gegen Holland vorbereitet. Pass von Polster in die Mitte, aber diesmal abseits von Schachner. Zingis. Brauneder. Brauneder bisher ganz souverän. Rüstitsch. Wilfurt. Hörmann, Pichler, Pezzei, wieder Pichler, Pichler, guter Schuss von Pichler, aber am Tor vorbei. Das elfte Spiel von Pichler in der Nationalmannschaft. Ein Jubiläum gibt es übrigens für Bruno Pezzei. Er spielt heute zum 75. Mal in der Nationalmannschaft. Prohaska. Gut gemacht für Rüstic. Rüstic. Savidis, gut gemacht von Pichler. Pichler löst seine Rolle als Bewacher dieses gefährlichsten Stürmers der Zyprioten sehr gut. Und hier Bruno Pezzei, der Libero in seinem 75. Länderspiel für Österreich. Hörmann. Wieder Prohaska. Polster. Polster und Schachner wechseln jetzt sehr viel die Plätze. Verwirren damit doch einigermaßen die Abwehr der Zyprioten. Jetzt hat sich Leiner durchgesetzt. Noch immer Leiner. Leiner. Prohaska. Ja, jetzt mehren sich die Chancen der österreichischen Mannschaft. Jetzt wird schneller gespielt. Jetzt finden die Österreicher auch mehr Platz vor. Prohaska. Rüstic. Und diesmal hat es nicht so gut geklappt wie in der zweiten Minute. Weit über das Tor geschossen hat hier Peter Rüstic. Ein Österreicher wärmt auf, nämlich Peter Pakult. Branko Elsner bereitet also anscheinend einen Austausch vor.
gehalten wurde Savidis. Immer wieder Pichler gegen Savidis. Schachner. Zu kurz gespielt dieser Ball für Polster. Brauneder. Guter Pass für Hörmann. Prohaska. Noch immer Prohaska. Hörmann und nicht vorbeigekommen an Erotokritu. Mit der Nummer 16, das ist Peter Packhult von Rapid. Er ersetzt jetzt Toni Polster, der das zweite Tor der österreichischen Mannschaft in der 36. Minute geschossen hat. Franco Elsner bringt also keinen dritten Stürmer, sondern ersetzt eine Spitze durch eine andere Spitze, bleibt bei der Spielweise wie bisher nur zwei Sturmspitzen. Dafür sollen die Mittelfeldspieler und auch die Außenverteidiger in den Angriff aufrücken. Hörmann, gut gemacht von Hörmann. Spiel läuft weiter. Dabei wurde Hörmann eindeutig gestoßen. Gut gemacht jetzt. Ja, dieser Savidis ist sehr gefährlich. Noch immer Savidis. Und jetzt Concilia. Wilfurt. Rustic. Prohaska. Noch immer Prohaska. Wie immer gegen Yangudakis. Packhult. Brauneder, Wilfurt, wieder Packhult, und geklärt hat Patikis. Brauneder. Dauerdruck der Österreicher jetzt. Rüstitsch, Packhult. Das war knapp. Gute Chance für Peter Packhult, der eben erst ins Spiel gekommen ist. Hier die Wiederholung. Rüstitsch. Und der Kopfball von Packhult. Rustic. In der 71. Minute jetzt Packhult und Tor! Aber Schiedsrichter Snoddy anerkennt den Treffer nicht. Das Tor zählt nicht, weiterhin 3:0 für Österreich.
Schiedsrichter Snodi hat, glaube ich, auf Abseits eines Spielers entschieden. Jetzt Tsingis, Möglichkeit für die Zyprioten. Und jetzt ein Freistoß für Zypern. Angeschlagen ist Tsingis. Ja, weiterhin 3:0 für die österreichische Mannschaft. Schiedsrichter lässt keine Betreuer aufs Spielfeld. Erotokritu hat geschossen. Hermann. Rustic. Wilfurt hat sich gelöst. Und Tor! Jawohl, jetzt zählt das Tor. Gerald Wilfurt. 4:0 für Österreich. 4:0 für Österreich jetzt. Der Torschütze Gerald Wilfurt. Packhult brauchte nicht mehr nachzustoßen. Das erste Tor von Wilfurt in der Nationalmannschaft. Hier diese Aktion noch einmal. Torschütze Gerald Wilfurt, noch einmal die Wiederholung dieses vierten Treffers der österreichischen Mannschaft aus anderer Sicht. Herr Packhult berührt den Ball noch, aber ich glaube, er war schon hinter der Linie. Bleiben wir beim Torschützen Gerald Wilfurt. Ja, jetzt doch eine deutliche Führung für die österreichische Mannschaft. Rustic. Prohaska. Ja, wollte den Ball aufs lange Kreuzeck schupfen. Ein Kunstschuss von Herbert Prohaska, der ihm nicht ganz gelungen ist. Die letzte Viertelstunde hat hier begonnen. Petzei. Wilfurt. Brauneder. Hörmann. Leiner. Wieder Hörmann. Aber diesen Ball hat er sich zu weit vorgelegt.
14 Minuten bleiben der österreichischen Mannschaft noch, das Torverhältnis noch etwas aufzubessern. Allerdings zu einem Sieg in der Höhe, dass Holland in Budapest gewinnen könnte, nämlich 9:0 oder 10:0. Dazu wird es sicherlich nicht mehr reichen. Immerhin eine klare Führung und das ist doch beruhigend für diese letzte Viertelstunde für die österreichische Nationalmannschaft. Brauneder. Rüstic. Bakult, wieder Rüstic. Noch einmal Rüstic. Bakult. Jetzt ein Fehler der Abwehr, Rüstic. Ja, und da hat er sich verstolpert. Petzei. Hörmann. Schachner. Gut gemacht von Schachner. Zu weit diese Flanke. Rüstic. Torabstoß wird entschieden. Rüstic. Prohaska. Hörmann. Wilfurt. Noch eine Chance für Gerald Wilfurt und hat den Ball versucht, raffiniert aufs Tor zu schlenzen. Wieder Savidis. Kotzi. Viertel Consilio in der ersten Hälfte doch einige Male beschäftigt, in der zweiten Hälfte kaum im Einsatz. Hörmann. Hörmann neben Prohaska, der Spieler in der österreichischen Mannschaft mit den meisten Ballkontakten. Fehler von Leiner. Spiel geht weiter. Prohaska. Schachner, Hörmann. Und wieder entscheidet Schiedsrichter Snoddy aus Nordirland, dass weitergespielt wird. Obwohl Hörmann hier eindeutig gesperrt wurde. Hier noch einmal diese Szene. Wird gehalten, gestoßen. Naja, vielleicht war die Entscheidung von Schiedsrichter Snoddy angesichts der Wiederholung, die wir da gesehen haben, doch durchaus richtig, denn Hörmann wurde zwar ein bisschen gehalten, aber es war wahrscheinlich kein elfmeterreifes Vergehen.
Kult. Schachner. Eckball für die Österreicher. Sind schon die letzten 10 Minuten hier angebrochen. Rstić. Leiner. Hörmann. Schachner. Und wieder eine Möglichkeit jetzt für die Zyprioten, Savidis. Und Hörmann und Brauneder können die Situation klären. Schachner. Wilfurt. Zingis. Hörmann. Der kleine Grazer, sicherlich einer der größten heute im Spiel der Österreicher. Prohaska. Prohaska. Wieder Hörmann. Schachner. Kult. Wilfurt. Pakult. Ein fünftes Tor wäre natürlich sehr schön hier. Friedl Consilia gegen Savidis. Zingis. Jetzt eine Möglichkeit für die Zyprioten. Und wieder Consilia. Konterstößen sind die Zyprioten durchaus gefährlich. Die österreichische Betreuerbank. Die letzten 5 Minuten in diesem Spiel. In der zweiten Hälfte haben die Österreicher doch sehr tüchtig gespielt, haben den Gegner gehörig unter Druck gesetzt, haben 2 weitere Tore geschossen nach der 2:0 Pausenführung. Und hier eine doch respektable Leistung gegen diese Mannschaft aus Zypern gezeigt, die eine sehr solide Abwehr stellte und die bei Konterstößen durchaus gefährlich war. Vor allem vor der Pause jetzt wieder Erotokritu. Savidis, Foti, aber die österreichische Mannschaft hat diesen Sieg, der von ihr gefordert wurde, geschafft. Sie hat nun alle Chancen, doch zumindest diese Entscheidungsspiele gegen den Gruppenzweiten der Gruppe 1 zu erreichen, als Gruppenzweiter in der Gruppe 5. Vor allem dann, wenn Ungarn
in Budapest gegen Holland gewinnt oder zumindest unentschieden spielt, denn dann hätte die österreichische Mannschaft einen Punkt mehr als die Holländer. Nur bei einem Sieg der Holländer in Budapest über Ungarn hätten die Österreicher keine Chance mehr, nach Mexiko zu kommen, zur Weltmeisterschaftsendrunde 1986. Brauneder, Hörmann, Leiner, jetzt noch eine Möglichkeit, Braska. Ja, das wäre eine große Chance gewesen für Herbert Braska, hier das fünfte Tor zu erzielen. Die letzten Minuten hier jetzt schon in Graz-Liebenau, wo nach 15 Jahren wieder ein Länderspiel ausgetragen wurde. Zu 0 für die österreichische Mannschaft. Die Torschützen waren Rstic in der zweiten Minute, Polster in der 36. Minute, Schachner in der 55. Minute und Wilfurt in der 74. Minute. Jetzt noch ein Wechsel. Zingis geht aus dem Spiel. Offinadis ins Spiel gekommen. Pichler, Leiner, Wilfurt, Rstic, noch ein Tor zum Abschluss wäre natürlich sehr schön. Aber das Spiel geht nur noch knapp über eine Minute. 4:0 für diese österreichische Mannschaft, die in Ansätzen eine sehr gute Leistung geboten hat, die vor der Pause doch einige Mühe hatte, gegen die Mannschaft aus Zypern in Schwung zu kommen. Vor allem kein Rezept gegen diese messerscharfe Deckung wusste. Aber nach diesem gelungenen Freistoß von Peter Rstic, knapp nach Spielbeginn, gab es ja schon eine beruhigende Führung. Jetzt schon die letzte Minute. Noch einmal die Zyprioten. Braska. Und da ist der Schlusspfiff. Österreich gewinnt durch Tore von Rstic, Polster, Schachner und Wilfurt mit 4:0 und liegt jetzt an zweiter Stelle in der Gruppe 5 der Weltmeisterschaftsqualifikation und hat noch gute Chancen, die Endrunde in Mexiko zu erreichen. Herzliche Gratulation, Peter Rstic. Sie haben einen Traumeinstand bei Ihrem ersten Spiel gehabt, das Sie von Anfang an bestritten haben. Ich bin sehr glücklich, dass ich das 1:0 für Österreich geschossen habe. Und es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man schon nach einer Minute 1:0 führt und ich das Tor geschossen habe. Ich bin sehr glücklich. Wie war denn dieses Tor genau? Das war ja eine einstudierte Aktion.